wir. Der Axel ist aber auch bald dabei. Ich glaube, er hatte das ja auch veröffentlicht, dass ja, Axel seinen Vater verloren hat. Und Axel ist bald wieder dabei. Wir hatten heute auch schon Kontakt. Da geht es wieder ein bisschen bergauf. Und er hat angekündigt, dass wir diese Woche noch was zusammen machen. Also mein Beileid. Und das von der Community geht mit Sicherheit raus, auch an Axel. Und wir werden uns heute mal wieder einem Rocker-Thema widmen. Ich habe ja zu Kasra Zagan schon was gemacht. Ich glaube, damals von Hyperbowl. Und immer wieder eine spannende Geschichte, auch wie das dann gelaufen ist. Und ich glaube, hier geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Und da bin ich sehr gespannt. Kasra Zagan war Mitglied bei den Hells Angels in Berlin und war auch sozusagen mit angeklagt und nachher Kronzeuge in dem sogenannten Wettbüro-Mord und hat dann auch gegen seine ehemaligen Clubbrüder ausgesagt und ist jetzt auch im Zeugenschutzprogramm. Und von dem letzten Mal, wo wir uns dem Thema Kasra Zagan und dem Wettbüro-Mord gewidmet haben, da hat der gute Kasra aber nochmal zugelegt. Also das ist ja, da sehen wir ganz schön Brocken dort vor der Kamera. Die Frage an mich, oder die Frage an euch ist ja auch immer wieder, ich sage jetzt mal so jemand wie der Kasra, wenn der im Zeugenschutzprogramm ist, wo bringt man aber auch so eine auffällige Person wie den Kasra unter? Also wie funktioniert es mit dem Zeugenschutz? Ich meine, du bist trotzdem im Internet sichtbar. Props gehen natürlich raus auch an Sequenz. Wird danach hier drunter natürlich verlinkt. Lass da ein Like da, Props da, ein Abo da. Die das hier in sehr, sehr kurze Folgen aufgebröselt haben. Die Folgen gehen teilweise 1, 2 Minuten, manchmal 3, 4, 5 Minuten. Weiß ich nicht genau, warum das gemacht worden ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist für mich trotzdem immer wieder, bei jemandem, der so auffällig ist, wie ich meine, das gucken 100, 200.000 Leute, hat ein Buch draus, ist ja eine sehr markante Person auch. Und die Frage ist ja, wo wird so jemand untergebracht? Irgendwo, wo es kein Internet gibt, ja, aber das könnte dann irgendwo, ist doch nicht mehr im Zeugenschutz. Ah, okay, ist nicht mehr im Zeugenschutz. Okay, das weiß ich nicht. Ich habe diese Teile hier noch nicht geguckt. Okay, dann laber ich schon drauf los. Dann laber ich schon drauf los, ohne dass, haben wir heute Morgen noch ein paar Folgen angeguckt, schon kommt Flipsi um die Ecke. Okay, dann warten wir ab, was der Inhalt ist. Wir fangen an, wir werden ein paar Teile versuchen, denn Leute, einzige Stadt, wo er nicht aufhört, wäre Berlin. Ach ja, geht ja nicht. Aber ich wünsche dem Kasra auf jeden Fall auf diesem Weg alles Gute. Vielleicht kommt er ja auch mal hier auf dem Kanal zu Besuch. Falls du das hier siehst, bist du natürlich recht herzlich eingeladen. Und ich muss auch dazu sagen, wir werden heute nur ein paar Teile schaffen, weil ich bin heute noch eingeladen bei meinem besten Freund und Trauzeuge. Der Harry wird heute nämlich 50 und da feiern wir heute Großgeburtstag. Und ich habe gesagt, ich verbringe schon den Nachmittag mit ihnen und trinke heute Nachmittag ein Bierchen mit ihnen. Und dann geht es heute Abend zur Feier. Und da freue ich mich sehr drauf. Harry, Ehre geht raus. Und da freue ich mich nachher sehr auf die Geburtstagsfeier. Und dann am Wochenende sind wir und feiern seinen Geburtstag nach auf Sylt. Ja. Was soll ich sagen, ne? Augen auf bei der Freundewahl, ne? Gut, also. Und dann steigen wir jetzt gleich mal in die Doku rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, die Woche regelmäßig zu produzieren. Es war viel mit der Arbeit unterwegs, aber ich laber und laber, laber, laber jetzt. Dabei geht es hier um den Kasra und seine Geschichte. Und nicht um mich. Also, dann lassen wir mal laufen und schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin Kasra Zagan. Mittlerweile 37, Ex-Hells Angels von den Berlin City, aus dem Wedding. War mitbeteiligt am Wettbüro-Mord 2014 in Reinickendorf und bin nach der Tat ausgestiegen. Und das ist meine Geschichte. Also dieses Video kennen ja noch viele, wo dann wirklich die Kamera des... Das war ja so eine Art Kiosk eher da vorne im Hinterzimmer, wurden Karten gespielt und da wurde dann ja das Opfer erschossen. Und da habe ich mich echt gewundert, dass Leute, dass die so reinstürmen, da mit dieser Kamera und so weiter. Das muss so aus einer Wut heraus. Es geht ja um viel verletzte Ehre.
Herabwürdigung und so weiter. Und da habe ich mich schon gewundert, eieieiei, wie selbstsicher kannst du dich fühlen oder wie scheißegal ist dir was, dann dort mit reinzustürmen. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, wo wir das gemacht haben, dass ich glaube nicht, dass jeder, der dabei war, wusste, dass hier gleich jemand erschossen wird. Das glaube ich nicht. Aber wenn man da dabei ist, muss man trotzdem damit rechnen. Also er ist nicht mehr im Zeugenschutzprozess, das weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was er dann sagt. Ich glaube, nach einer halben Stunde war mir klar, dass der Typ getötet wurde, dass er tot ist. Der ist ja vor Ort verstorben. Und mir war klar, dass die Nummer jetzt damit auseinandergenommen wird. Also das Charter wird es nicht überleben, weil das zu krass war. Also im heiligen Tag, in Anführungsstrichen, im vollen Laden jetzt. Also und das Café waren dann 40 Leute drin, vor versammelter Mannschaft, einen umzulegen. Das war schon allgemein jemand umzulegen, aber auf die Art und Weise war er schon heftig. Und das war klar, dass das Ding auseinanderfliegt. Und mir war natürlich auch klar, hey, du bist daran beteiligt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und für mich war halt so, das ist was klassische Verdrängung. Ich glaube, ich bin 3 Wochen nach der Tat ungefähr plus minus ein paar Tage verhaftet worden. Ja, was dir da die 3 Wochen lang durch den Kopf geht, man muss erstmal sagen, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Das ist so, auch wenn jemand anderes abgedrückt hat, bist du trotzdem Teil dieses, ja, dieses Mordkonstrukts. Du wirst dann auch des Mordes mit angeklagt. Scheißegal, wer dann abdrückt. Auch das habe ich ja schon mal erklärt. Das war auch klar. Also das. Manchmal wird ja über den Staat so gelächelt, der Staat hat keine Zähne. Und er hat in einigen Bereichen dauert das lange, bis er Zähne zeigt. Aber es sind gewisse Dinge, die nicht gehen. Jeder weiß, dass es immer irgendwie Kriminalität geben wird. Es wird immer Drogenhandel geben, es wird immer Prostitution geben, es wird immer Einbrüche und sonst irgendwas geben. Aber wenn jemand zu wilde Sau spielt und einfach Richter und Henker spielt und losgeht und am helllichten Tag irgendjemand erschießt und als Gruppe sozusagen sagen, wir sind unantastbar, wir haben die eigentliche Macht hier in dieser Stadt. Das guckt sich der Staat eine Zeit lang an und dann wird irgendwann auch zugeschlagen. Das ist einfach so. Da kann man die Uhr nachstellen. Das ist so ein bisschen, da belügt man sich, glaube ich, selber. Man kommt da in so eine narzisstische Störung rein und glaubt, ich bin jetzt unbesiegbar. Ich und meine Gruppe, ganz Berlin, hat vor uns Angst und der Staat ist schwach und so weiter. Das war hier auch so traurig, das ist, dass da jemand ermordet wurde, war das natürlich ein Anlass auch zu sagen, okay, jetzt machen wir die alle platt. Jetzt wird alles kaputtgeschlagen. Gute Frage von der Sam Michael fragt, wie ist das, wenn sich ein Charter auflöst? Welche Stellung haben Einfluss diese Mitglieder überhaupt? Sind sie dann immer noch vollwertige Mitglieder in den Augen der anderen? Ja, die sind noch vollwertige Mitglieder, werden teilweise auf andere Charter dann verteilt, aber du hast natürlich deine Heimatstärke verloren. Du bist dann irgendwie nur so XY in engem Charter, die werden dann aber teilweise verteilt auf andere Städte. Und ja, aber du bist trotzdem nach wie vor vollwertiges Mitglied, nur weil das Charter verboten wurde. Und habe dann so versucht, den Alltag, also den Club-Alltag zu leben. Ne? Ich war Sauna-Club, hab Geld abgeholt, Geschäfte gemacht, hatte so meine Club-Tage. Club-Alltag war noch ein paar Meetings dabei, also Deutschland-Meetings noch in Leipzig. Und habe natürlich in der Zeit mitbekommen, vor mir sind ja noch ein paar Jungs verhaftet worden nach der Tat, so immer so peu à peu. Und irgendwann war ich dann der Reihe. Ja. Ich hatte die Option, in den ersten 3 Wochen oder 2,5 auf Flucht zu gehen mit neuen Papieren, Pass etc. Ich hatte damals einen Clubbruder. Ja, dieses auf Flucht gehen muss man ja auch immer wieder sagen, das ist halt kein Traum, ne? Auf Flucht gehen. Aber wenn ich eine Strafe halt erwartet, wo du über 15, 20, 25 Jahre sprichst, ist natürlich Flucht eine Option. Aber auch, was wir jetzt immer wieder mitbekommen, gerade aus kriminellen Rockerkreisen, die oft in die Türkei fliehen, auch da gab es in letzter Zeit viele Verhaftungen in der Türkei, die dann jetzt auch ausliefern. Also da hat es einige bekannte Verhaftungen jetzt gegeben. Und also, ja, gut, du weißt, du warst eigentlich bei einem Mord dabei. Wie würdest du die nächsten 3 Wochen leben? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Also, wenn du weißt eigentlich, du hast das gemacht, du warst dabei und da werden schon langsam Leute verhaftet. Ja, die 3 Wochen waren noch absolute Hölle. Da kann man nicht sagen, dass du dich einmal aufs Bett gelegt hast und hat gesagt, jetzt schlafe ich eine Runde und bin mal in meinen Träumen weggechillt und keine Ahnung. Also, das ist doch.
auch Flucht, unterwegs sein, keine Krankenkasse, kein Geld, immer abhängig von anderen, irgendwo verstecken, hinter jedem Typen, den du siehst oder Frau, die dich mal 2 Minuten länger anguckt oder so, denkst du, das ist Polizei, das ist der letzte Scheiß. Flucht muss der absolut letzte Scheiß sein. Aus Portugal, mit dem war ich schon so ein Jahr gut, der ist dann damals auch durch mich transferiert worden, weil er sich in Lissabon nicht mehr so, also da kam Charter Lissabon, Portugal, der kam dann nicht mehr so klar und wurde dann zu uns, den haben wir dann transferiert. Also transferiert heißt einfach, dass du auch einen Charter mal wechselst. Ne? Du kannst dich ja auch mal in deinem eigenen Charter unbeliebt machen, was sich die Führung wechselt sich, du machst Dinge, die anderen nicht passen, es sind ja auch viele Intrigen in den Clubs, Streit untereinander um Geld, Macht, Frauen, du hast mich blöd behandelt. Und dann kannst du halt einen Antrag stellen, dass du wohin transferiert wirst. Nicht jeder wird dann rausgeschmissen. Es muss auch Gründe geben für einen Rausschmiss, obwohl ich das auch schon erlebt, dass Leute rausgeschmissen worden sind wegen echt Kleinigkeiten. Und von daher gibt es das natürlich, dass du einen Antrag stellen kannst und du musst ein anderes Charter finden, das sich halt aufnimmt. Und er hatte mir damals angeboten, er kam in der Zeit vor meiner Verhaftung, war da kurz am Wochenende in Berlin oder ein paar Tage und meinte, ey, ich habe das mitbekommen und so. Wenn was ist, ich schiff dich nach, wir bringen dich nach Portugal und wir bringen dich in den Favelas unter. Da sind noch ein paar andere Brüder, wir schaffen dir Papiere etc. etc. und wir stemmen dich da erstmal die Zeit durch, wenn du willst. Klingt romantisch nach Gangsterfreundschaft. Ja, wir schleppen dich dann durch in Portugal in den Favelas. Ja, klingt schon nach einem Traum, oder? Ich weiß nicht, wie es ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, aber dann abhängig auch zu sein, wo soll's Geld herkommen? Und keiner hat Bock, Geld zu teilen. Wenn du in ein neues Charter kommst, in ein Charter, keiner kommt auf dich zu und sagt so, ach Digga, verdien dann mal bei mir mit. Verdien mal bei mir mit. Hier ist ein Business von mir, hier hast du jeden Monat 2, 3, 4, 5.000. Das kann mal passiert sein, aber das ist nicht die Regel. Das ist einfach nicht. Ja, also ja, genau dieses für Umme, das macht doch keiner für Umme. Genauso ist das. Okay, alles klar, danke, aber die Verantwortung trage ich schon für meine Geschichte, gerade mit der Frau und Kind im Hintergrund, die kann ich nicht stehen lassen. Ich hatte so eine kleine Wohnung im Büchsenweg 11 damals, das ist in Reinickendorf. Und der SEK ist rein, irgendwann um 10 Uhr oder so, oder 8 Uhr, keine Ahnung, auf jeden Fall morgens, spät morgens, eigentlich kommen wir relativ früh, so um 4, 5 Uhr morgens immer. Doch, wir sind erstmal rein, SEK-Polizei hinlegen, sonst erschießen wir dich. Oder sonst schießen wir. Und die haben mich dann, nachdem ich dann gefesselt war, also fixiert war, nennt man das, haben sie meinen Kopf so nach unten gedrückt. Und dann kam, weiß ich noch, in die Szene kam ein leitender Beamter, der so in dem Thema mit drinnen war. Und meinte, wo ist der Schlüssel? Ja, das sind szenekundige Beamten, ne? Die konzentrieren sich dann nur auf Rockerkriminalität. Sind meistens an die am LKA angegliedert unter dem Bereich OK, organisierte Kriminalität. Und dann gibt es da Unterabteilungen, gibt es szenekundige Beamten, die sich dann nur darum gucken, die sich nur darum kümmern, wo welches Mitglied wie was ist, wer mit wie wem vernetzt ist. Also da wird die Polizei auch öfters mal unterschätzt. Meinst du, welcher Schlüssel? So mit meinem halb zerquetschenden Kopf, meint der Schlüssel? Und die meinten, ich hatte damals noch eine Affäre immer mit einer Bekannten, also mit einer Freundin noch, die hat in Neukölln gewohnt und da bin ich immer gependelt. Und die hat mich ja ein paar Wochen observiert und wollten halt Zugang zu der Wohnung haben und wollten unbedingt einen Schlüssel haben. Und den haben sie gesucht und dann habe ich gesagt, ja, der ist da und dann in dem Regal. Und haben sie ihn abgelassen und meinten, okay, jetzt kommst du raus hier und haben mich dann rausgenommen. Ja, also erstmal grundsätzlich mit der Verhaftung, das muss ich leider sagen, Kasra, das gehört so mit dazu. Wir dürfen nicht vergessen, wenn da das SEK kommt, man hat gemeinschaftlich irgendwie jemand erschossen. Ja, also das ist für mich immer die Frage und da reflektiere ich mein Tun auch genau. Ich wurde auch öfters mal härter angegriffen, als ich aus dem Auto gezogen wurde vom SEK. Und das ist halt kein normaler Zugriff. Ne? Hier wurde keine Dose Ravioli geklaut im Lidl. Und das ist für mich immer so ein bisschen Gejammer. Das kommt bei mir immer so ein bisschen so an, das muss ich leider sagen, es geht nicht anders. Die müssen immer davon ausgehen, dass ob da Kind und Frau zu Hause ist, scheißegal, dass die Leute bewaffnet sind. So peng. Wie willst du die Verhaftung natürlich so mit Kopf runterdrücken? Aber das ist nun mal die Art und Weise, wie es gemacht wird. Matze, mein Freund, grüß dich. Ich hoffe, dir geht es wieder ein bisschen besser.
Und hier wurde gerade gefragt, wegen dem Kontakt von den Szenebeamten. Ja, die Szenebeamten, die sind doch bekannt. Also die gehen auch zu Veranstaltungen hin und so weiter und die wissen, und wenn die eine Ansage machen, da gibt es auch ein bekanntes Video auch bei den Hells Angels Berlin, wo dann die Szenebeamten haben gesagt, dann wichsen wir hier gleich alles euch auseinander. Na, also dann entweder ihr schickt den raus, die haben jemanden gesucht. Und das sind schon Beamte, die Ahnung haben. Man kennt die und die sind auch Ansprechpartner und die sind auch immer mit dabei. Ja, genau, das SEK kommt in der Regel nicht bei Falschparkern, das ist so. Ja, wer austeilt, muss dann auch einstecken können. Ja, das wollte ich nur mal so als Input geben, das stört mich aber bei vielen, die dann danach sagen, ja, das SEK ist bei uns reingestürmt und ich habe Frau und drei Kinder zu Hause. Ja, Digga, wenn du kriminell bist und dementsprechend schwere Straftaten mit Waffen machst, na klar, kommt das SEK. Da kann doch nicht Polizei, Obermeister Klaus Müller kommen. Das Video ist uralt, aber bekannt. Da macht der szenekundige Beamte mal eine ordentliche Ansage. Ist so, Punky. Genau so ist das. Aus der Wohnung, dann in den Mannschaftswagen. Und für mich war es dann klar, okay, jetzt ist es passiert, jetzt hast du das Thema erstmal durch. SEK war da, die haben sich jetzt mitgenommen. Ja, und dann musst du erstmal sacken lassen, ist ja viel Adrenalin erstmal im Spiel, und dann kommst du runter. Mich haben sie dann zum LKA gebracht, Delikt am Menschen. Muss es auch sagen, was dann durch den Kopf läuft. So eine SEK-Verhaftung geht an keinem spurlos vorbei. Das erzählen einige ganz hart und das sagt er ja auch. Dann geht Adrenalin runter und dann fängt man sich irgendwann. Aber das dauert eine Zeit. Du schüttest alles aus. Du weißt ganz genau, jetzt ist irgendwie hier eine Reise zu Ende. Ne? Und du weißt, da kommst du jetzt nicht raus für gewisse Dinge. Also da schwirrt dir so viel durch den Kopf und dann geht auch gleich das Kopfkino los. Das Kopfkino geht los. Hat jemand anderes schon was gesagt? Was wissen die? Um was geht's? Was wird mir zur Last gelegt? Ich bin doch nur mitgelaufen. Da geht dir ganz viel durch den Kopf. Bis du da einigermaßen klar bist, würde ich sogar sagen, das dauert sogar einige Wochen. Das ist nicht direkt Gesa, also Tempelhof, sondern woanders nochmal. Und bin dann da in diese Sammelstelle gekommen. Die wollten dann erstmal, dass ich, ob ich eine Aussage mache, haben mich dann irgendwann hochgeholt zu denen ins Vernehmungszimmer. Ich war natürlich erstmal noch voll so straight up, Hells Angels, ich rede nicht mit der Polizei. Hab das ihnen auch ganz gesagt, ich verweigere die Aussage. Der Haftrichter hatte gesagt, okay, alles klar, es wird U-Haft erlassen. Und dann bin ich nach Moabit gekommen. Moabit, ein Traumgefängnis. Ja, und dann kommst du erstmal an. So, das ist ja alles noch so, also Prozesse, die dann erstmal stattfinden. Noch kannst du dich gar nicht so mit der Situation auseinandersetzen, weil das passiert ja ständig was die ersten paar Stunden. Und dann, als ich dann das erste Mal dann in die Zelle gekommen bin, dann Moabit, und die Tür zuging, war mir erstmal klar, okay, Digga, jetzt bist du im Knast. Jetzt wird's ernst. Mir war ja erstmal gar nicht bewusst, wie, in welcher Form sie was sie mir beteiligt, also in der Partei, was sie mir direkt vorwerfen. Also das wird grundsätzlich schon bei der Verkündung der U-Haft gesagt. Also du kriegst die Gründe. Es gibt einen Haftbefehl, wo dann die Dinge dementsprechend drinstehen, was dir zur Last gelegt wird. Na, da wird schon drin Beteiligung am Mord, Wettbüro und so weiter, ne, Mordanklage oder sonst irgendwas. Also das wird schon vorgelesen. Aber ein Haftbefehl ist noch keine Anklageschrift. Das wird ganz häufig von Leuten irgendwie verwechselt. Die Anklageschrift wird viel, viel später geschrieben. Nach der Beweissicherung, dann geht das zur Staatsanwaltschaft, die dann, wie gesagt, die Anklage erhebt und die Anklage schreibt. Im Haftbefehl sind auch oft Vermutungen drin. Ne? Ne? Es wird, da steht dann so, der Beschuldigte, Kasra Zagan, wird beschuldigt, am Wettbüro an dem Tag mit den und denen dort reingegangen zu sein, mit der und der Gruppe. Ne? Und dann werden die Paragraphen aufgelistet, dann werden Fall 1, 2, 4, die und die Beweise gibt es, das und das Video. Also das wird einem schon relativ klar eröffnen. Also du wirst da nicht inhaftiert und sagst so, ja, das war schon klar, dass das jetzt hier für den Mord ist, ne? Und dann habe ich dann, nachdem ich runtergekommen bin, glaube ich, am nächsten Abend oder am nächsten Tag den Haftbefehl durchgelesen, und da stand halt drinnen, das sind immer so Auszüge aus der Akte, müssen Sie ja, Sie müssen ja offenlegen, so ein bisschen auf welcher Grundlage. Und das ist ein Tatvorwurf, der hieß dann gemeinschaftliche Mordes, das heißt, ich bin direkt mitbeteiligt an dem Mord gewesen. Mich würde es bei euch auch interessieren, wer das auch so sieht. Also, boah, ich muss mir das so vorstellen. Ich bin hier so ein bisschen in so einem Zwiespalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie losgefahren sind und keiner wusste, dass irgendwas passiert.
Aber es hätte auch mal sein können, dass ich auch irgendwo mitlaufe und irgendwann eine Waffe gezogen und geschossen hätte, hätte ich trotzdem gesagt, ich war das nicht mit dem Mord, da hat jemand aus der Gruppe geschossen. Keine Ahnung, so vom Gefühl her. Trotzdem sind die alle losgegangen, sie wussten das Opfer, das sie da gesucht haben. Hätte ich mich auch wahrscheinlich eine lange Zeit belogen. Ich hätte mich auch eine Zeit lang belogen. Ich verstehe da den Kasra ein bisschen, dass man gedacht hat, okay, wir gehen dahin, wir ziehen da irgendwas gerade. Es ging wahrscheinlich schon, das war schon einem klar, dass wenn wir den dort erwischen, dass es da um Körperverletzung geht und auch schwere Körperverletzung. Ob das alle wussten, dass der dort gleich ermordet wird, das wissen die nur und das werden wir wahrscheinlich nie im Detail klären können. Aber dass ich mir vorstelle, dass sie dort vorher mit 12, 13 Leuten zusammengesessen haben und gesagt, ja, wir fahren da jetzt hin und wir knallen den ab, wir ermorden den alle zusammen, da tue ich mich schwer mit, dass das so gesagt wurde. Ja, genau, selbst wenn man mit 8 Leuten losgeht, um nur zu prügeln, genau, kann man easy dran sterben, man nimmt es zumindest in Kauf, ja. Ja, der wusste auch, dass es nicht zu einer Streichelzoo-Party ging, ja. Unverhofft frei bekommen. Sehr gut, Mottenfresser. Sehr gut. Grüßt euch erstmal. Schön, dass ihr dabei seid. Und die Woche werden wir ein bisschen Input machen. Ich versuche nochmal laufen zu lassen. Und ich da natürlich auch die volle Verantwortung mittrage. Das heißt, ich war nicht nur dabei, sondern ich bin mit in der ganzen Geschichte. Es gibt da keine Abstufung mehr. Also Beihilfe oder was auch immer. Und da war ich mir, ey, Alter, ich habe den Typ ja gar nicht getötet. Weißt du, ich war in dem Raum. Ich bin nicht mit der Intention hingegangen, ihn umzubringen, sondern es wäre da zu einer Auseinandersetzung gekommen, ja. Vielleicht auch eine Stecherei. Da kann auch jemand sterben. Selbst bei einer Schlägerei kann jemand sterben. Völlig klar. Aber es war jetzt nicht gezielt für mich geplant. Für mich und auch diverse andere, davon bin ich überzeugt. Das glaube ich auch. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen für einige. Das muss ich aus ehemaliger Tätersicht auch sagen. Ich glaube nicht, dass das alle wussten. Aber es ist halt das Milieu. Und wir reden immer noch über das wahrscheinlich krasseste Charter, das es in Deutschland gegeben hat, die dort versucht haben, ganz Berlin irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Die Cardiopadia dort als Chef, der ja dann unterwegs war, erst bei den Bandidos, dann gepatcht ist zu den Hells Angels rüber, was sowieso schon für viele No-Go war. Ja, irgendwie sonst vorher noch 1,5 Jahre, 2 Jahre sich bekriegt bis aufs Blut mit Waffen, Macheten, Messern, Schusswaffen, Handgranaten und sonst irgendwas. Und dann wechselt man rüber. Da war halt auch wilde Sau, ne? Also man wusste schon, wenn man in dem und dem Charter ist, da war man auch eine lange Zeit stolz drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da sehr stolz drauf. Hier, ich gehöre zu dem Charter, da hat man deutschlandweit wahrscheinlich sehr, sehr hohe Anerkennung bekommen von den anderen Clubbrüdern. Da haben die anderen mit Sicherheit sehr doll vorgekuscht und hatten da riesen Respekt vor. Ja, und dann, wenn es dann dazu kommt, dann ist es halt irgendwie, wollte ich das nicht. Ich weiß nicht, ob der Kassler sich nachher auch äußert dazu und sagt, ich wollte das nicht. Es ist schlimm, dass der dort gestorben ist, das weiß ich nicht. Also, wir dürfen ja nicht vergessen, das ging um irgendeine Ehrverletzung, ne? Also, scheißegal, selbst worum es geht, aber dass sowas dann passiert, wenn du den ganzen Tag damit zu tun hast, mit wild gewordenen, schießwütigen Leuten rumhängst, dann muss man damit halt auch rechnen, dass irgendwann geschossen wird und dass jemand stirbt. Hinzugehen und ihn dann vor versammelter Mannschaft hinzurichten. Und da war für mich klar, okay, jetzt wird's eng. Und dann hat so ein Prozess stattgefunden, okay, wie gehst du damit um? Ne? Du versuchst dich zu setten, irgendwie klar zu bleiben. Ich bin so ein Typ, der dann versucht, eher ruhig zu bleiben, zu denken, zu denken, zu denken, statt so die Kontrolle zu verlieren und. Da hat man schon die Kontrolle verloren. Die Kontrolle hatte man schon verloren, nachdem man da mitgegangen ist. Aber wie gesagt, das sind die Gruppen, auf die wir uns eingelassen haben. Da kannst du nicht sagen, wenn die beim Meeting sitzen mit 13 Leuten, pass auf, wir haben jetzt gehört, der und der sitzt da, der macht sich regelmäßig lustig über unseren Club, über uns als Hells Angels. Auf diese Gruppendynamik haben wir uns alle eingelassen. Und das kann man zerdenken und so weitermachen. Da hatte man überhaupt keine Kontrolle mehr. Da war gar keine Kontrolle mehr. Man ist mitgegangen, man hat sich für die Gruppe entschieden. Und wenn die Gruppe gesagt hat, so, wir fahren da jetzt hin, wir wissen, wo der ist, da hättest du ja nicht sagen können in dem Club und sagst, ah nee, das ist mir zu heiß, was wollt ihr denn da machen und so weiter. So ist dieses Gespräch mit Sicherheit nicht gelaufen. Da haben einige sich hochgepeitscht und haben gesagt, ah, wenn wir den da erwischen und sonst was. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass trotzdem, dass das gefallen wird, wenn wir den da treffen, den prügeln wir tot oder den knall ich oder den schieße ich an oder sonst irgendwas. Panisch, okay, was mache ich jetzt? Sondern ich habe versucht, mich da, okay, habe dann ein paar, da kommen natürlich die Anwälte, das waren ja damals die Clubanwälte,
die auch bezahlt wurden mit einem großen Vorschuss damals. Ich glaube, 5.000 erstmal nur, dass sie kommen. Und ich habe mit denen gesprochen und habe gemerkt, okay. Ja, waren die nicht sogar maskiert, extra wirkt geplanter, als er vorgibt. 81 Zuschauer, passt ja. Ja, genau, die sind da rein wie bei einer Polonaise, zusammen rein, zusammen raus, das ist doch merkwürdig. Ja, und diese Anwälte, diese Szeneanwälte, ja, muss man dann auch immer mal gucken, dass immer so sinnvoll ist, diese Szeneanwälte zu nehmen, die dann immer wieder bei diesen Rockersachen auftauchen oder auch im Rechtsextremismus oder sonst wo, ob das dann immer so die richtige Entscheidung ist. Ja, 5.000 Euro vorstrecken dann für die Anwälte. Will nicht wissen, was bei diesem Prozess an Anwaltskosten entstanden ist. Ja, schön noch einen kleinen Freshmaker in der Nase, dann wird der Finger am Abzug auch lockerer. Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber das will man jetzt auch keinem unterstellen, ne? Das will man jetzt keinem unterstellen. Nach ein paar Gesprächen, dass ich denen nicht so vertrauen kann. Gar nicht jetzt, weil es jetzt schlechte Menschen waren, sondern das war einfach das Business. Die wurden von denen bezahlt. Das heißt, die vertreten auch die Interessen inoffiziell für den Club. Und das haben sie mir auch gesagt. Es gab eine Situation mit einem ehemaligen Frankfurter. Der kam aus Frankfurt, der ist zu uns nach Berlin gekommen. Der hatte kurz gewackelt, hatte ein Gespräch mit dem LKA. Das ist auch in der Akte festgehalten worden und ist dann aber zurückgezogen. Und da gab es dann so einen Nebensatz von einem Anwalt damals, das werde ich nicht vergessen, wo er Ja, wenn der kurz gewackelt ist und dann hat er sich wieder gefangen, hatte ich die Stellung im Club, die will ich danach sagen. Ja, auch das bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch ein ehemaliger Clubbruder ist. Ja, du musst auch erstmal, selbst wenn wir unterstellen, du wusstest das nicht, dass dort gleich geschossen wird. Du hast gedacht, der wird zusammengetreten. Ich weiß, das klingt komisch, diese Abstufung jetzt. Das weiß ich selber. Beim Erzählen kommt es mir merkwürdig vor. Aber trotzdem, Mordanklage, Digga, erstmal 15, 20er Eisen, 20er Eisen. Und du wusstest das nicht? sagte, ja, der und der hat gewackelt, da gibt es ein paar Gespräche, die sind in der Akte vermerkt. Und sollte sowas nochmal stattfinden, werden wir frühzeitig darüber informiert. Wir haben auch unsere Möglichkeiten und dann werden wir diverse Maßnahmen dann ergreifen, um das auch irgendwie zu versuchen zu unterbinden. Und da war für mich klar, okay, du kannst ihm nicht vertrauen. Ja, also die Anwälte, die von den Clubs kommen, ich habe viele Anwälte kennengelernt, für die war auch das Mandanten-Anwaltsverhältnis schweigen und nicht weitertratschen und Informationen zustecken, das war für einige Anwälte, die ich kannte, nicht ihre größte Stärke, nenne ich es mal. Denke, natürlich, die werden aus der Deutschlandkasse oder Berlinkasse, aus der Clubkasse bezahlt. Die sind dem treu und hörig, der sie bezahlt. Das ist einfach so. Das ist der die Musik bestellt, bezahlt, der darf auch bestimmen, was gespielt wird und wie es gespielt wird. Es wird aber schon für alle im Club klar gewesen sein, wenn du den Szeneanwalt absägst und sagst, ich entziehe dir das Mandat, ich nehme meinen eigenen, da wussten schon einige, okay, scheiße, jetzt läuft hier irgendwas scheiße. Das war klar. Denke dir, als Präsi damals, hättest du dir auch Konsequenzen, wenn einer deiner Mitglieder kurz gewackelt hätte damals? Ja, den kannst du ja nie wieder vertrauen. Kannst ja in diesen Milieus ja nie wieder, den kannst du ja nie wieder vertrauen. Man sagt ja so Mandatsgeheimnis Anwalt, ne? Aber in dem Fall war es für mich klar, okay, den Jungs kannst du nicht vertrauen. Selbst wenn du mal so deine emotionalen 5 Minuten hast, sagst, Club ist scheiße, alles scheiße wegen den Idioten oder was auch immer, die haben mich da irgendwo mit reingezogen, wird das weitergetragen. 100%. Und dann Ja, also das ist ganz klar, egal was da passiert, das kommt irgendwo dran. Ist eine gute Frage von David bei Twitch, ist eine gute Frage. Schreibt so eine Polizei sowas in der Akte, um Druck zu erhöhen, obwohl man nicht gewackelt hat? Ja, also die dürfen keine falsche Information, sie dürfen nicht einfach behaupten, ne? Also die spielen ja da auch mit Leben, aber es muss trotzdem dokumentiert werden. Also egal wie, wenn einer der potenziellen Täter oder Angeklagten sich bei der Polizei meldet, muss vermerkt werden, gibt es ein Aktenvermerk. Rufst du die an beim LKA, schreibt sofort jemand mit und sagt, hier, was du siehst, Anruf am 25.03. 9:45 Uhr hat Kasra Zagaran aus dem Gefängnis angerufen und hat das und das am Telefon gesagt. Diese Aktenvermerke sind mega wichtig und natürlich müssen die irgendwann rein. Auch die Anwälte haben ein Recht darauf, und das ist wichtig in unserem Rechtsstaat, dass auch die Anwälte nachher informiert werden, wenn die Akten offengelegt werden. Wer wie wo was gemacht hat, das dient ja der Verteidigung.
hatte die auch einen Clubanwalt. Naja, wir hatten so gewisse Anwälte, an die wir uns immer gewandt haben. Aber jetzt. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne denen zu nahe zu treten? Das war jetzt. Ich hatte auch andere Anwälte aus dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommern. Da wusste ich, wenn ich denen was erzähle, auch als Mandant, das landet überall. Das wusste ich. Da gab es gewisse Anwälte, wo ich wusste, wenn ich denen was erzähle, da konntest du auch schön was streuen, konntest du ein bisschen mitspielen. Da wusstest du, du hast das Büro noch nicht verlassen. Da hat der eine WhatsApp geschrieben und geschrieben: Oh, Digga, wollen wir uns heute im Kaffee treffen? Die und die waren da und das haben die gemacht oder sonst irgendwas. Da wusste man, dass das wird sofort weitergetratscht. Nicht klar, okay. Selbst wenn du mit dem Gedanken spielst, jetzt irgendwie auszusagen, nicht mal irgendwie zu sagen, okay, der und der war dabei, sondern nur ich war dabei, das kann man ja auch machen, würde schon dazu führen, dass man da irgendwelche Sachen im Hintergrund laufen lässt. Und da war für mich klar, das kannst du nicht machen. Wenn du in diesem Clubleben drin bist, da gibt es keine Kooperation, keine Aussagen, nichts. Selbst wenn ich sehe, wenn jemand erschossen wird und ich damit nichts zu tun habe, sage ich nichts. Das heißt, es gibt keine Aussagen bei der Polizei, außer dass ich der und der bin. Ja, also die Regel ist relativ eindeutig. Also darf gar nichts, wenn es irgendwann mal eine Aussage gibt, die du dann bei der Polizei getätigt hast, unterschrieben hast oder sonst was, selbst wenn es nicht mal mit Clubsachen zu tun hat oder so, wirst du des Clubs verwiesen, rausgeschmissen. Ich meine, es hat jetzt mal ein paar Ausnahmen gegeben, das kann ich aber nicht genau verifizieren. Ich weiß sogar noch, dass jemand mal aus dem Club geschmissen wurde. Da wurde, ich glaube, die eigene Tochter und Frau wurden mal angegriffen. Und dann war die Polizei trotzdem im Einsatz und der hat dann trotzdem der Polizei gesagt, der und der hat meine Frau angegriffen und so, der wurde nachher das Club rausgeschmissen. Muss man natürlich auch immer sagen, ist natürlich dann auch doppelmoralisch, was ich dann immer sage. Das habe ich als Krimineller auch nicht verstanden, wenn man dann unterwegs war und immer sagt, scheiß Bullen, und dann, wenn was ist und deine Frau, Kind, Mutter wird überfallen oder sonst irgendwas, rufst du die Polizei. Das ist natürlich auch eine Doppelmoral. Dann will man auch, dass die Polizei kommt und das regelt und denen hilft oder sonst irgendwas. Aber der wurde meiner Meinung nach auch des Clubs verwiesen und einfach rausgeschmissen. Und so alt bin und das ist meine Adresse. Das war's. So. Die wussten ja nicht. Das sind, wie gesagt, sehr kurze Teile und dann gucken wir die nach und nach zusammen an. Wer ist das? Was will er? Und ich wusste nicht, okay, kann ich dem vertrauen? Verarschen mich nur, saugen sie mich nur aus an Infos und dann scheiß auf ihn. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Sowas ist natürlich ein Jackpot für eine Staatsanwaltschaft auch. Jemand aus dem innersten Kreis, der dabei war und sagt, er wird Kronzeuge. Das ist natürlich ein Jackpot für eine Staatsanwaltschaft. Aber das war auch klar, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die auch verurteilt worden wären ohne Kronzeuge. Es gab eine Vorgeschichte zu dem Mord. Die war im Jahr 2013, im Winter irgendwann, Oktober, November. Und da jetzt ging ja eine Messerstecherei voraus, so an der Tür, im Traffic damals, im Alexanderplatz. Und da fing das ja alles an. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte haben sie eine TKÜ geschaltet, eine Telefonüberwachung. Da war ich dabei, Kadir, der Ismail Syrer damals. Und da haben sie das Gespräch dann aufgezeichnet. Also zwischen Kadi und einem anderen Bruder aus Karlsruhe. Es ging um irgendwelche Verhältnisse, abmelden, anmelden, schlecht reden. Boah, wenn ich das nur schon höre, dieses Hin- und Her-Telefonieren, und ich habe gehört, ein Bruder in Karlsruhe spricht schlecht über mich, da wirst du angerufen, dann, ich meine, die Ausschnitte habe ich auch mal gehört, dann gleich, ja, was erlaubst du dir, du Fotze, und sonst irgendwas, und da war richtig im Ton, denk dran, wir bezeichnen uns alle als Brüder, ne? Wir sind alles eine Gang, wir halten alle zusammen, und immer dieses, ich denke, wenn ich nur heute einmal drüber nachdenken würde, wie mir das heute am Arsch vorbeigeht, wenn Leute mich beleidigen, herabwürdigen, angreifen oder sonst irgendwas im Internet, ist es mir so scheißegal. Es geht mir so dermaßen am Arsch vorbei. Früher immer dieses gerade machen. Der und der hat das gesagt, jetzt musst du den anrufen, dann musst du hinfahren, du musst dich dann jetzt auch mit dem treffen und so weiter. Da kriege ich schon Kopfschmerzen nur vom drüber nachdenken. Und dann auch dieses am Telefon, weil sich so weniger dann auch im Griff haben. Du weißt am Telefon, du kannst jetzt gar nicht anrufen, aber wir haben ja mit Leuten zu tun, die sehr emotional, sehr aufgeladen, sehr wütend, sehr aggressiv sind.
die können dann schon gar nicht warten und sagen, okay, das kläre ich, wenn ich den mal sehe, in 3 Wochen, 4 Wochen auf dem Deutschland-Meeting oder so, den rufe ich jetzt an und klar klebt die Polizei da überall drin. Ist doch klar. Sieben Totti können wir vielleicht am Ende, gerne drüber sprechen. Und das Gespräch habe ich eins zu eins wiedergegeben, weil es ging darum, wie Kadi sich auftritt, auch gegenüber anderen Clubbrüdern in Anführungsstrichen oder auch wie er sich präsentiert in der Öffentlichkeit. Und das war wie so ein Icebreaker. Ja, und dann gab es noch andere Geschichten und in anderen Mord. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen und auch Kadi Opadi und die Jungs werden irgendwann freikommen. Natürlich, wenn du sowieso mal für Mord gesessen hast, danach brauchst du nur jemanden mal Gewalt androhen, dann kommst du sofort wieder in den Knast. Man sagt ja auch, wer einmal gemordet hat, also ein Mörder bleibt man ein Leben lang, man ist ein Leben lang ein Mörder. Und es werden einige im Club gesagt haben, hinter ganz, ganz vorgehaltener Hand oder sich das gedacht haben und sagen, okay, Gott sei Dank hat sich das erledigt. Die waren nicht führbar. Viele von denen wollen ja auch ihr Clubleben leben und auch Motorrad fahren, abhängen und so weiter als Gruppe. Und das war halt immer klar, dass die immer Krawall machen werden. Es wird immer, werden die durchdrehen. Die werden aus den Schlagzeilen nicht rauskommen. Genau, also auch der Anführer dieses Charters damals, Kadi Opadi, hat wohl schon bewachten Freigang. Das habe ich auch gelesen. Und das nach 10 Jahren ist natürlich... Na gut, ist halt so. Es gab eine Schießerei im Soda Club, auch ein paar Monate vorher noch, 2013. Und da wurden ein paar Jungs zusammengeschlagen vom Club, von den Türstern, an der Kulturbrauerei. So ein ganz bekannter Szene-Club. Ich glaube, den gibt es heute noch. Sind nicht reingekommen, haben auf den Kopf bekommen von den Jungs. Und dann sind die, glaube ich, eine Woche später hin und haben einen der Türsteher abgeknallt. Der ist dann auch vor der Tür dann verblutet. Am 1. September 2013 wird der Türsteher Sebastian K. vor dem Soda Club in der Kulturbrauerei erschossen. Tja, wegen was alles, ne? Schlägerei an der Tür, verletztes Ehrgefühl. Ich kann da nicht mehr um. Ich krieg das in meinen Kopf nicht mehr rein mit diesem Leben zu Ende da an der Tür wegen Schlägerei. Hast du Schlägerei verloren oder an der Tür bist rausgeschmissen worden, fährst du hin und knallst dann jemanden ab. Und es gab aber keine Verdächtigen direkt, es gab nichts. Und dann habe ich mich dazu geäußert und haben sie eine DNA gefunden von dem, den ich benannt hatte. Und das war natürlich okay, ey. Ich weiß noch, da gab es sogar eine Szene, nachdem das dann alles so verifizierbar wurde, gab es dann so einen Moment, wo sie mir dann so Trauben rübergeschoben haben. Weißt du? Es gab so einen Traum auf dem Tisch. Ja, total. Und dann meinte sie, ja, hier, Zaran, bitteschön. Und da hast du so gemerkt, dass so jetzt, okay, jetzt wissen sie, ey, der meint es ernst, wir haben was gefunden. Und dann war das auch. Es war nie freundschaftlich oder, hey, wir sind alle toll, du bist der Beste, sondern es war einfach, okay, wir können jetzt hier runter. Ja, es ist eine professionelle Ebene, ne? Natürlich versuchen die Beamten dann irgendwie auch einen Status aufzubauen, aber es ist eine professionelle Ebene. Und klar müssen die auch einen Zeugen erstmal verifizieren, ne? Also was weißt du, ne? Und jetzt musst du auch alles erzählen, was du sagst, ne? Also jetzt nichts verschweigen und da müssen Dinge halt auch gesagt werden, die Polizei weiß, wo sie ermitteln, was nur Täter wissen können, was sie dann gesagt haben, gemacht haben. Natürlich vertraut die Polizei nicht von Anfang an einfach mal jemand sagt und sagt, ich bin jetzt hier Zeuge. Ohne Vorbehalte einfach mal deine Infos nehmen und entspannter als vorher es war auf jeden Fall, irgendwie mit dir umgehen in der Kommunikation, weißt du? Also mit den Jungs, die mich betreut haben und diese Abteilung Mensch und Machen, sind extrem Profis. Also das sind so Typen, mit denen machst du keinen Spaß. Also wichtig, sowas auch mal zu hören, weil das viele immer unterschätzen. Ne? Du darfst nicht, der Polizeiapparat ist ein Riesenapparat. Dort gibt es Gute, dort gibt es Schlechte, dort gibt es Große, Kleine, Dünne, auch ein paar Pummelige, gibt es Idioten, da gibt es ganz Clevere. Und wenn man an die richtigen Abteilungen kommt, wer in dem Bereich Mord, organisierte Kriminalität unterwegs ist, das sind nicht die größten Hanswürste. Das sind schon Leute und die machen das auch aus einer Motivation heraus. Die wollen auch. Die wollen die Leute kriegen. Und da ist viel Technik im Einsatz. Da ist sehr, sehr clevere Technik im Einsatz. Überwachung, Observierung,
Das wird teilweise wirklich unterschätzt und das ist ja auch gut so. Es läuft so, da habe ich das, ich darf ins Detail nicht gehen, weil es halt staatliche Strukturen, staatliche Dinge, da bin ich zu verpflichtet, Geheimhaltung verpflichtet, aber ich kann sagen, dass da lernst du erst so richtig so Einblicke, so, wie so auch so Geheimdienste arbeiten, konspirativ, wirklich richtig krass, auf höchstem Level und denen erzählst du halt keinen Scheiß und die wissen ganz genau, die sind überall drinne und sie wissen mehr, als man denkt. Die dürfen aber manchmal gar nichts machen, weil sie halt noch nicht so berechtigt sind, weil der Rechtsstaat halt das dann da verbietet, aber Ja, also die Informationsgewinnung ist natürlich. Information ist im Krieg und das ist ein Krieg gegen gut gegen böse, Polizei gegen Kriminelle. Die müssen sich an den Rechtsstaat halten, das ist klar, aber Informationsgewinnung ist egal, in welcher Situation ist da Informationen, die zusammenlaufen. Das habe ich ja auch bei uns im Verbotsverfahren gesehen, in unseren Verbotsakten. Digga, was die wussten, wo wir rumgemischt haben, wo wir waren, welche Straftaten wir begangen haben, wo sie es nicht beweisen konnten, aber trotzdem aufgenommen wurde, wo trotzdem ermittelt wurde im Hintergrund, da schlackerst du mit den Ohren. Wenn du das erstmal siehst, wenn die das ausbreiten vor dir und sagen, das und das haben wir, das und das wissen wir. Und wenn du dann anfängst, irgendwie rumzudüsen, dann sagen die so, die Erkenntnisse haben wir, da waren sie nicht dabei, da waren sie dabei, bei dem Treffen, da haben sie sich an der und der Tankstelle nachts um 2 getroffen, hier sind die Fotos. Jo. das ist schon extrem krass. Ja, ja und ich habe ja gemerkt, wie sie arbeiten, wie das dann läuft. Und für mich war mal klar, ich bin safe. Hatte natürlich auch immer so Gedanken, das heißt nicht, dass ein Wärter irgendwie mal verrutscht. Aber ich bin ja ein Kiezjunge, ich bin ja auf der Straße groß geworden. Ich bin immer ein wehrfähiger Kerl gewesen. Das hat sich ja bis heute nicht verändert. Ich bin ja nicht proaktiv, sondern wenn ich angegriffen werde, verteidige ich mich in meinen Möglichkeiten, so wie jeder Mensch ja auch. Also das Recht auf Verteidigung steht jedem zu. Ist ihm, glaube ich, hier noch relativ wichtig, auch so rüberzukommen, ist dann auch immer so eine Botschaft, ja, wenn ihr mir blöd kommt, ich werde mich schon wehren. Das ist so eine Anfangshaltung, die ich in der Anfangszeit auch hatte. Heute bin ich super schnell dabei mit 110. Das ist halt vielleicht noch eine ganz wichtige Sache jetzt, wie man auch selber noch wahrgenommen wird, wie man selber aussieht, sieht man ja gerade. Das ist dann noch so eine Haltung, ich könnte mich dem schon eher wehren. Aber man muss es auch dazu sagen, vielleicht kommt es gar nicht so davon, wisst ihr, es gibt dann manchmal so Supporter in Supportclubs oder in Supportgangs, die dann sagen, Mensch, ich habe den Kassa mal gesehen, hier steht er an der Kasse gerade vor mir, die den dann angreifen von hinten mit dem Messer oder sonst irgendwas. Ich will da gar keine Angst machen, das ist so, aber das Gefühl, das da mitschwingt, man kann gar nicht jeden erkennen. Alle erkennen Kassa, aber Kassa erkennt keinen mehr, der ist seit 10 Jahren da raus, der erkennt keinen mehr, wer wo wie dabei ist. Die Kuttensymbole sind heute in Deutschland verboten, die dürfen nicht öffentlich gezeigt werden. Du weißt gar nicht. Das ist, natürlich hat es krass was mit deinem Sicherheitsgefühl zu tun. Und mir war natürlich immer klar, okay, wenn ich angegriffen werde, verteidige ich mich. Und ich bin ja von mir selbst auch überzeugt immer gewesen, dass ich mich schon verteidigen kann. Das heißt nicht, dass ich mich mit 5 Leuten jetzt rangeln muss, sondern. Rangeln. Aber klar, die Option war immer so, die Möglichkeit, sagen wir so, war immer für mich gegeben. Aber das hat sich dann nach einer Zeit dann auch ist dann verschwunden, weil ich ja gemerkt habe, wie die Jungs arbeiten. Das war dann nicht mehr so die Sorge dann. Ja. Also ich kann dir sagen, wo, was, wann, in welcher Form, also welchen Lokal kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass ich bis zum letzten Tag, und das ist auch aktenkundig, das ist auch nichts, kein Geheimnis, dass ich isoliert war. Also ich war in Isolationshaft bis zum letzten Tag der 7 Jahre. Also ich war nonstop 24/7 alleine mit mir selber. Und das war meine Haft. Ja, Isolationshaft macht natürlich was mit einem. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Daumen runter, wenn ihr mich generell kacke findet. Kommentiert gerne. Dankeschön an alle, die das hier supporten mit der Kanalmitgliedschaft oder mit Twitch Prime Abo. Wir werden wieder mehr Content machen. Wie gesagt, ich war viel, viel in Arbeit unterwegs und dann natürlich Freunde, Familie, alles, was dazugehört. Deswegen habe ich das hier ein bisschen vernachlässigt. Es tut mir leid, aber ansonsten alle, die das hier supporten, mein Buch ist auch raus. Das von Kasra ist natürlich auch draußen. Und der Perser heißt das, auch das Buch könnt ihr auschecken. Mein Buch gibt es bei King unter den Kongs mit Signatur. Dankeschön, wer das haben will, bei King unter den Kongs.de. Ansonsten, wie gesagt, Beef Bandits mit Philipp 10. Alle, die gerne grillen, checkt das mal aus. Mit Philipp 10, 10% Rabatt. Werbung, Dankeschön, Leute. Und natürlich auch bei ZEG Plus mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön an alle, die Sport machen, alles rund um Eiweiß und so weiter. Dankeschön. Das checkt mal aus. Vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser
Reise mit dabei seid. Bis zum letzten Tag, von Tag 1 bis zum letzten Tag. Wo ich untergebracht wurde, etc., da kann ich nicht drauf eingehen. Aber das war schon eine Hausnummer, ja. Also das, da lernst du auf jeden Fall, da bist du auf jeden Fall Mann in so einer, also erwachsen in so einer Situation und lernst dich auch näher kennen. Ja, du lernst dich selber näher kennen und da du Mann wirst, das nimmt ja jeder, das nimmt ja jeder separat mit. Hallo, mein Spatz, na? Alles klappt? Ja. Ja, sieht gut aus? Ja. Gut. Hallo. Marisa war gerade unterwegs, ein bisschen was schmücken für den Geburtstag. Ja, also 24 Stunden, ja, Isolationshaft gibt es, das ist ja eine Sicherheitsmaßnahme, das wird der Kasra vorher gewusst haben, du kriegst trotzdem eine Stunde Hofrunde alleine, der wird irgendwo separat untergebracht worden sein. Da bist du halt viel alleine mit dir, mit deinem Kopf, mit Büchern, mit deinem Fernseher und da ziehen sich die Tage. Da ziehen sich die Tage. Da wird ein Tag sehr lang. Das war schon eine Hausnummer, ja. Ja, du hast, es gibt ja, normalerweise gibt es so einen Haftalltag, man steht auf, die Tür geht auf, Frühstück, dann geht die Tür zu, dann gehst du arbeiten. Das hatte ich ja nicht. Bei mir ging die Tür auf, essen, dann ging die Tür wieder zu. Also das heißt, ich musste mir selber, ich habe das schnell gemerkt, okay, du musst dich mit der Situation irgendwie arrangieren, sonst gehst du kaputt. Und da ist dann auch wieder so ein, so, wie früher ich schon gesagt habe, so ein Momentum, du musst dich entscheiden, okay, hängst du dich weg oder bleibst du stabil und ziehst das Ding jetzt durch? Das ist, da würde ich lügen, wenn es die Situation nicht gegeben hätte. Das ist sehr ehrlich, da kann man mal auch hinhören, da muss man auch mal sagen, wo dieses Leben dann hinführt. Ja, es ist ein schnelles Leben auf der Überholspur, hier, ich werde mal respektiert, gefürchtet, bin unterwegs, schnelles Geld, Affären, die Symbole, die Clubs und so weiter. Und es geht gar nicht hier alles in Richtung Hells Angels, sondern alle Clubs so. Und wo es dann landet, ne? Wo es dann, bis du dann allein in deiner Zelle sitzt und dir überlegst, ob du dich weghängst, ne? Also auch hier, Gott sei Dank, ist es nicht dazu gekommen, ne? Und da stellt sich die Frage, okay, weil du bist ja schon vielen Dingen ausgesetzt, die du gar nicht beeinflussen kannst. Die Leute, die im Knast waren, wissen, wovon ich spreche. Aber das ist auch wichtig, dass hier, das ist sehr wichtig, was der Kasra hier sagt. Du bist machtlos. Du bist im Knast machtlos. Das ist so eine Ohnmacht, so ein Ohnmachtsgefühl. Du denkst, Dinge passieren. Du wartest auf Briefe, du wartest auf einen Fax vom Gericht, du wartest auf Verfahren, du wartest auf deinen Anwalt. Es ist warten, warten, warten und du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst gar nichts mehr beeinflussen. Du wirst entschleunigt von 180 km/h gegen eine Wand null. Null. Einfach null. Und dir ist die absolute Selbstbestimmtheit genommen für Leute, besonders die vorher so gedacht haben, ich bin hier der größte Motz, dazu zähle ich auch, und habe gedacht, ich kann alles steuern, alles lenken, und da merkst du im Knast, du kannst gar nichts mehr steuern und lenken. Da hat er vollkommen recht. Unter solchen Umständen ist es noch mal krasser, weil du kannst dich gar nicht irgendwie zur Wehr setzen, in Anführungsstrichen, oder irgendwie Alternativen schaffen. Ja? Sonst machst du ja Sport oder hast mit anderen zu tun, kannst so ein bisschen verdrängen oder die Zeit überbrücken oder so ein bisschen, weißt du? Und das war halt auch wichtig. Das ist das, was er sagt, und hier sollten Leute mal hinhören. Also das ist wichtig. Genau, war jetzt auch mal für einen Tag im Knast arbeiten. Sehr unangenehme Gesamtsituation. Abends zu Hause, bestes Gefühl, das ist so. Du kannst dich im Knast dann ablenken, dass du mit den anderen Gefangenen Kaffee trinkst, ein bisschen Schach spielst, Skat spielst, Pokerst, habe ich alles gemacht. Du sitzt halt trotzdem im Knast, aber du kannst dich kurzzeitig ablenken. Und das hast du alleine natürlich nicht. Das hatte ich nicht. Und da war für mich klar, okay, entweder gehst du jetzt hier zugrunde und irgendwann hängst du dich auf. Oder du versuchst dir jetzt irgendwie Alternativen selbst zu schaffen und versuchst das Ding irgendwie durchzuziehen, dass du heil aus der Nummer rauskommst. Und ich habe mich dann fürs Zweite entschieden und habe mir eine Selbststruktur geschaffen. Ich bin um 6 auf, Bett gemacht. Ich habe mir ganz viel Lesestoff besorgt, das konnte ich. Ich habe ganz viel gelesen, habe Yoga gemacht, für mich selber Sport gemacht. Habe viel, viel Akten gelesen, habe mich so voll so wie so ein möchtegern Jurist aufgeführt. Habe dann... Also, da Dinge für sich zu schaffen, ich habe mich ja auch sehr krass mit dem Buddhismus dann im Gefängnis beschäftigt. Ich habe am Anfang auch Akten gelesen. Aber dieses Aktenlesen, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn du diese Akten liest, es zieht dich halt trotzdem runter. Ich weiß, das klingt sehr doppelmoralisch, aber es zieht dich halt auch runter. Dieses ganze Juristen, diese ganzen Überwachungen, die ganzen Aussagen zu lesen, die Polizeiakten und so weiter. Ich habe das am Anfang auch sehr genau studiert und habe das immer wieder gelesen, aber da war der Tag dann auch im Arsch. Also du hast halt auch gelesen,
du hast dann halt auch gelesen, die haben dich, ne? Die haben die Beweise. Dann fängst du erst an, das zu leugnen. Ah, das wissen die gar nicht, ne? Oder du versuchst dagegen zu lügen und so weiter. Also ein Aktenstudium kann dich halt auch fertig machen. Ja, das kann dich auch fertig machen. Versucht das alles zu verstehen. Ja, der Beamtendeutsch ist sehr schwieriges Deutsch manchmal, vor allem gerade in so einem Gerichtsdeutsch, Justizdeutsch. Ist Und habe so. meine Akten durchgearbeitet, habe mich gekennzeichnet, habe mich vorbereitet für die Termine und sowas halt. Ja. Und das machst du nonstop. Und habe ich versucht, so ein bisschen mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Ja, Ralf hat auch gerade was Wichtiges geschrieben. Und in der Zusammenfassung der Akten, wie unbedeutend das Leben ist, das einem so wichtig war vielleicht. Ja, das erkennst du dann auch. Für was und mit wem und so weiter. Diese Erkenntnisse sind auch sehr schwer. Das ist ja, hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Kasser das auch kann und gemacht hat. Ja, Aktenstudium kann dich worchen. Was ist das für ein Gefühl, seine eigene Akte zu lesen? Scham? Nicht Scham ist vielleicht das falsche Wort. Es ist dann irgendwie so, jetzt mit ganz viel Abstand lese ich das und denke mir so, Gott, Fille, was hast du alles gemacht und wieso? Für was? Für wen? Für was? Wie lange? Mit welcher Überzeugung? Mit welcher Arroganz? Das erste Gefühl, das ich hatte, wo die Akten kamen, wo ich gesehen habe, was die alles im Auto ausgeplappert hatten, weswegen die Polizei uns dann ja auch verhaftet hatte, was die dann auf Koks dann alles erzählt haben. Habe ich mir gedacht, oh Gott, die hast du Brüder geschimpft. Also für die wolltest du mal in den Knast gehen, für die wolltest du deine eigene Familie loswerden, verleugnen und so weiter. Ja, ich könnte auch Anwalt werden, wenn ich Bock hätte, aber ich bin Zuhälter geworden. Straßenabi war dann doch besser als das Schulabi, ja, so ungefähr. Sauber zu ernähren, das ist nicht so. Ne? Ernährung geht ja auch viel über den Kopf dann, gerade wenn du viel so Zucker isst und solche Sachen, so Junkfood. Durch den Einkauf hatte ich die Möglichkeit. Das beeinflusst auch nochmal deine ganzen mentalen und physische Verfassungen. Und habe ich gesagt, okay, habe mich vorher so gedetoxt und habe viel, also möglichst gesund gegessen, um einfach auch klar zu sein. Ja. Ja, gesund essen habe ich im Knast jetzt nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwar dann nachher im Knast, am Ende des Knasts krass abgenommen, aber keine Sorge, ist alles wieder da. Ja, das glaube ich, was hier hängen bleibt, ist halt, du musst dir selber Strukturen schaffen, das Beste draus machen. Das kann ich auch jedem empfehlen, der dann für sich auch im Knast beschließt, ein neues Leben anzufangen. Beschäftige dich auch mit dir selber. Viel lesen ist einfach auch mal richtig geil. Nur man kann auch nicht am Tag 8 Stunden lesen. Also ich kann das nicht. Also wenn ich eine Stunde gelesen habe, sind meine Augen dann auch so, ich bin dann auch immer wieder eingeschlafen. Natürlich ein gutes Buch konnte ich zweimal am Tag so in die Hand nehmen oder dreimal, habe dann insgesamt 2, 3 Stunden, aber das ist dann auch zu Ende. Aber man sollte die Zeit dann auch nutzen. Je schneller man das akzeptiert, okay, ich muss diese Zeit jetzt für meine persönliche Weiterentwicklung auch nutzen, egal in welchem Bereich. Ganz ehrlich, und wenn du ein Studium anfängst über Technik oder was weiß ich, keine Ahnung, das Gehirn da zu fordern, das kann dann einen auch müde machen am Ende des Tages, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und ich bin da extrem selbstbewusst aufgetreten. Also ich habe mich nicht versteckt. Also ich hatte nur eine Sonnenbrille auf. Und ja, und habe dann das erste Mal bin ich dann auf die Jungs getroffen. Waren da alle so, da gibt es ja auch Bilder von. Was für eine unangenehme Situation dann dort auf die zu treffen, die du vorher noch Brüder genannt hast, mit denen du unterwegs warst, und dann gucken sie dich halt alle an, dass du der Kronzeuge bist. Klar, unangenehme Situation. Du hast gesagt, dass du weder in der Kameradschaft noch im Club Freundschaften gab. Hast du Freundschaft im Knast gehabt? Nee, auch keine Freundschaft im Knast. Das ist auch keine Freundschaft. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Gerade krass im Knast ist Zweckgemeinschaft. Du suchst dir im Knast den, mit dem du einigermaßen zurechtkommst. Also ich mochte da einige, aber dass man sagt, Freundschaften, du hast ja auch nicht die Auswahl von Freunden wie im Leben draußen. Im Leben, wenn dir jemand nicht passt, kannst du ihn meiden. Kannst ihn auf Arbeit meiden, kannst ihn im Privatleben meiden. Im Knast suchst du dir halt von den 20 Leuten aus, mit denen du auf einer Piste bist. Suchst du denen aus, das kleinste Übel. Ja. Rauchen ja. So hinter Panzergläsern sitzen und nicht so da abgetrennten Box und Panzer.
Und die haben alle die Blicke gemieden. Es gab mal so, ich habe es gesehen, so aus dem Augenwinkel, aber die haben alle die Blicke gemieden, weil sie extrem, glaube ich, auch überfordert waren und noch nicht wussten, okay, was sagt er aus über mich, in der Hoffnung, okay, ich gehe ihn nicht an, vielleicht komme ich gut bei ihm weg oder was auch immer. Sehr ehrlich erzählt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kannte die Jungs, ich wusste ja, wie sie ticken. Und Kadi hat zum Beispiel mich gar nicht angeguckt. Und ja. Die ersten 2 Jahre ging das. Und dann, wo sie gemerkt haben, das Gericht lässt nicht mit sich reden, die Beschlüsse sind eindeutig gewesen. Es gibt immer so Zwischenbeschlüsse oder Haftbeschwerdenbeschlüsse. Und dann muss das Gericht sich ja immer positionieren, wie aktuell die Sicht der Dinge des Gerichtes ist. Und da war immer klar, es wird hier LL geben, also lebenslänglich. Also hier gibt es keinen Spielraum von Interpretationen, eventuell, so weißt du. Und das haben die dann irgendwann auch gecheckt und haben gesagt, okay, fuck off und wir machen ja, was wir wollen. Und ja, es war extrem unwürdig. Ja? Also für alle Beteiligten. Also es gab halt genug Szenen von Skat spielen, Kuchen essen, DVDs tauschen, weiß nicht, am ekligsten fand ich, das fand ich extrem, also weiß ich. Ja, dass das Gericht das auch zulässt, ne? Auch da wird Justiz dann auf der Nase umhergetanzt, ne? Das ist das. Wir reden hier immer noch jemand, dass da jemand erschossen wurde, ne? Nicht, was man dazu sagen soll, menschenverachtend, pervers oder einfach ekelhaft. Da war zum Beispiel der Onkel von dem Getöteten und der hatte ihn ein paar Stunden zuvor bei sich zu Hause gehabt oder an dem Morgen. Ja. Und der Junge hat viel mit sich rumgetragen. Ja. Das ist auch kein Kind von Traustscheid gewesen, hat auch viel Scheiße gemacht. Ja, das legitimiert ja trotzdem, mich jemanden umzubringen. Aber der Junge war auch von der Straße, hat auch seine Sachen gemacht und er hat natürlich auch darunter gelitten, dass er extrem unter Bedrohung steht und er hat auch gedroht, das war ja so ein gegenseitiges Hin und Her. Und er hat sich dann mitgeteilt seinem Onkel und der Onkel hat das so ein bisschen vor Gericht wiedergegeben, wie er sich gefühlt hat und dass er Angst hat und sein Onkel hat ihm angeboten zu helfen wegen Geld etc. etc. und das hat er verneint. Und er hat das so voll, du hast gemerkt, das sitzt ein gebrochener Mensch, weißt du, der hat den anscheinend extrem geliebt, Klaas, ja. Und erzählt so auch Situationen, wie er ihm dann Essen gemacht hat und seine Wurst schneidet oder so eine türkische Wurst. Und es war extrem detailliert. Du hast gemerkt, desto mehr er erzählt hat, desto mehr ist er so in sich zusammengebrochen, so mental. Und der hat mir voll leid getan, extrem, weißt du? Weil er wusste im Nachhinein, das waren die letzten Stunden, Minuten mit seinem Neffen. Und in seinem so einem gebrochenen türkischen, also in so einem, war ein Türke, türkischer Mitbürger, in so einem gebrochenen Deutsch, weißt du? Und die Leute, selbst die Anwälte der einzelnen Angeklagten, also ich war auch angeklagt, aber von dem Club jetzt, haben sich über ihn lustig gemacht, ganz offen. Und der Typ sitzt da so in halb Tränen so und auch die Angeklagten und Anwälte haben sich dann über ihn lustig gemacht, haben ihn nachgeäfft und so. Der Schmäh, was. Ich fand das so extrem auch so un. Naja, aber die Menschen, die wir auch waren, ne? Also Kassel, ich habe für Menschen auch nichts gefühlt, ne? Und die haben halt noch keine Veränderung, ne? Aber das war halt der Umgang, den wir uns gewählt haben. Wir haben halt nicht mit empathischen Menschen rumgehangen, die noch was gefühlt haben. Da war halt kein Gefühl für irgendwas. Warum soll das jetzt auf einmal kommen? Wir haben Empathie in uns abgetötet. Du warst da vielleicht schon auf einer Reise, wo du gesagt hast, okay, ich habe mich jetzt mit mir beschäftigt, ich habe mich vielleicht mit meinem Opfer beschäftigt, mit den Angehörigen beschäftigt, da waren die anderen nicht oder da kommen die anderen vielleicht nicht hin. Und so für viele Anwälte, die ich kennengelernt habe, die gehen da emotionslos ran. Für die ist das ein Business. Ich werde hier bezahlt, hier gibt es ein Opfer, kenne ich nicht, ich kenne den Onkel nicht. Mein Mandant kriegt eh lebenslänglich, ich sitze hier und ich werde hier bezahlt. Das macht es nicht besser, aber die haben ja schon vorher kein Mitgefühl dafür gehabt, für den sie getötet haben. Warum sollten sie dann mit dem Onkel Mitgefühl haben? Das ist einfach. Da ist dann halt auch nichts drin. In dem Leben, das wir gelebt haben, waren wir das genauso. Ja, Kasra klingt aber immer noch ein bisschen nach, ich war ja nie so wie die anderen. Naja, da redet er vielleicht auch schon, dass er eine Veränderung ist, Joghurt Nascha, weißt du? Da ist ja schon irgendwas bei ihm passiert. Ich weiß auch so, war einfach ekelhaft, sowas zu sehen, weißt du, wie diesen Mann da, wie er sich so völlig aufgelöst so sitzt in der Situation, erzählt, wie er so die letzten Minuten mit seinem getöteten Neffen sitzt und oder jetzt im Nachhinein getöteten Neffen und dieses völlig, ja, ich weiß nicht, wirst du mit Sicherheit nachvollziehen können, was ich so meine, aber das war einfach extrem eklig und solche Situationen, Beleidigungen, der Richter wurde beleidigt, ich wurde beleidigt, dann wurde ich bedroht. Ja, aber da ist auch Justiz dann schwach. Da ist Justiz schwach, ne? Müsste man einfach nicht zulassen. Aber klar, was erwartest du von jemandem, der LL erwartet?
den kannst du nicht härter bestrafen als das, was sowieso schon im Raum steht. Der hat schon, das ist top of the notch. Dem kannst du jetzt keinen, dem kannst du keine Haft mehr androhen, Erzwingungshaft oder hier Geldstrafen aufgrund, der erwartet LL. Da haben einige dann gesagt, scheiß drauf, mein Leben ist hier eh erstmal zu Ende, dann scheiße ich jetzt auf alles. Ist eine menschliche Reaktion, da haben die gesagt, dann scheiße ich hier auf alles. Sollen sie mich doch inhaftieren, ja, du sitzt doch eh schon. Also, ja. Dann wurde mein Anwalt bedroht, mein Anwalt bedroht, in der Freizeit draußen im Café. Und ja. Ja, 5 Euro Ordnungswidrigkeitsmaßnahme, ja, so ungefähr. Ja, und Anwälte, wie gesagt, da gibt es ja auch solche und solche. Ich habe mit ganz vielen Anwälten ja zu tun gehabt in meinem Leben. Da gab es wirklich gute, die auch menschlich in Ordnung waren, aber auch bei Anwälten sind natürlich Bastarde dabei. Ist einfach so. Die werden auch so teilweise wie ihre Mandanten, die wollen auch Gangster sein. Ich habe auch Anwälte kennengelernt, die sich nachher auch gangstermäßig gefühlt haben. Ja, die fanden das auch toll, sich mit den Mandanten zu umgeben. Das und das und das sind meine Mandanten. Und die haben sie auch teilweise um Gefallen gebeten, wenn es um private Dinge geht. Also wenn es manchmal um Drogen ging. Ich habe auch Ärger in der Familie und der müsste mal eine Ansage bekommen und so weiter. Da werden einige Anwälte so wie ihre Mandanten. König Peter, bester Anwalt. König Peter, bester Anwalt. Man hat dann irgendwie so ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt, in Anführungsstrichen, und auf den Staatsanwalt, den Oberstaatsanwalt. Da gab es ein Video, es sind ja paar Beteiligte, die sind in die Türkei geflüchtet, die sind heute noch auf Flucht in der Türkei. Die Türkei liefert nicht aus. Aber ich glaube, jetzt wurde gerade jemand verhaftet in der Türkei, der in Deutschland wegen Mordes gesucht wird. Hat es jetzt gerade erst, glaube ich, gegeben. Ja, Sebastian schreibt auch gerade, der Reiz des Bösen, das ist bei Anwälten genauso, das ist so. Und die haben dann so Social Media mäßig, wie es heutzutage auch so ist, irgendwelche Videos so gemacht. Und dann haben sie mit einer Uzi, haben sie so einen Konterfei von mir ausgedruckt und von dem Staatsanwalt und haben mit einer Uzi drauf geschossen, weil der trifft 500 Euro. Das Ding wurde irgendwo geleakt, es kam zu Gericht, wurde aktenkundig und daraufhin hat der Staatsanwalt, glaube ich, der Kanzler, 1,5 Jahre Polizeischutz bekommen. Ja, kann man mal sehen, auch wie schwer das dann auch für Staatsanwälte ist, für Leute in der Justiz dort und so weiter und dass Leute sich dann da unbesiegbar fühlen. Ich hoffe, dass das so kommt, dass es zu Auslieferungsverfahren kommt, auch mit der Türkei. Das ist längst überfällig. Viele fühlen sich dann sicher, dass sie dann immer in die Türkei abhauen können. Aber diese Verhaftung hat es gerade gegeben. Ralf, findest du sowas? Aber ich meine, es hat es gerade gegeben. Warte. Vorletzte Woche. Oder Anfang Januar schon. Nach Köln-Mord. Versteckte sich in der Türkei. Also nach dem Köln-Mord. Nach 8 Jahren auf der Flucht verhaftet in Istanbul. Na gut. Ah, okay. Ralf schreibt, ich glaube, Türkei liefert aus, wenn die Straftäter der Türkei ebenfalls straffällig werden, Kosten sparen. Kann's haben, ja. Es gibt doch Zielfahnder hin da, rausholen, Urteil, warum geht das nicht? Ja, du greifst ja in ein fremdes Staatsgebiet ein. Also einfach mal Zielfahnder in die Türkei schicken, dort einen ausländischen Staatsbürger verhaften und dann nach Deutschland entführen. Da gibt's den Rechtsstaat, bitte leise. Kann man berechtigterweise fragen? Aber das hat ja was mit Staatshoheit zu tun und deutsche Polizei oder sonst was kann ja nicht in die Türkei fliegen und dort Leute entführen und dann irgendwie verschleppen. Das geht natürlich auch nicht. Und wurde dann ermittelt, etc., etc. Und dann hat man mir das Video gezeigt und da ging es darum, wer von welcher Seite schießt, um zu identifizieren. Die Polizei guckt sehr genau, Links-, Rechtshänder. Und dann ging es darum, so Bäume erkennen und ne, so Diagonalen und sowas auch immer. Und dann war ich da voll drin. Und die kämpft mich drauf gekommen, ist das rechts hin und so. Und dann meinte ich, ja, nee, das ist doch der Schatten. Und dann haben wir da voll tief drin gesessen. War total strange. Irgendwie auch cool, aber am Ende des Tages so surreal, die ganze Situation. Und dann hat sich das auch richtig als richtig rausgestellt. Meinte, ey, du hast das super gesehen, wir haben das selber nicht gesehen und tipptopp. Aber die meinten das ernst. Das war jetzt nicht so dieses, komm, ja, du bist toll, sag mir noch mehr. Ja, du bist ein geiler Typ. Das war schon, da war das Thema ja schon alles auf dem Tisch, weißt du.
Ja, Grüße an der Stelle an den Typen, ja. Unbekannter, er weiß, mit Sicherheit, wenn er es sieht, weiß er, dass er gemeint ist. Der, das war ein Justizbeamter, der war jetzt extrem cool drauf, so. Der hat mich 5 Jahre lang immer die Tür aufgemacht und hat mich dann in den Pausen so begleitet, weißt du, saß dann bei mir und wir haben gequatscht, so. Und das war so, auch so Filmszene, weißt du, so voll strange. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, sowas. Wie mit dem Anwalt da, die Tür geht auf in dem Augenblick, wo ich voll verzweifelt bin. Und das war bei mir auch so. Ich sitze mit ihm und dann hat sich da voll so ein, wie, weiß nicht, gibt es da so ein paar Knastfilme bei den amerikanischen Knastfilmen, wo auf einmal so voll das Verhältnis, sondern ist man so voll in Freundschaft. Ne? Ja, und wir haben geredet, er hat so von sich erzählt und dann ging das immer so tiefer und deeper und er hat dann von seiner Familie. Ja, also normalerweise sollten Justizbeamte nicht von seiner Familie, von ihren Familien erzählen, wo sie wohnen, ob sie überhaupt Frau, Kind, Mann draußen haben, keine Ahnung, welchem Sportverein sie sind. Diese Infos verwenden viele Kriminelle nachher gegen diese Beamten, um sie zu erpressen, um Sachen reinzuschmuggeln, die Familien unter Druck zu setzen. Ich kann es immer wieder nur sagen, falls jemand in die Justiz geht oder Justizvollzugsbeamter werden möchte, Gefangene lauern nur auf Informationen. Social Media Profile anonymisieren, nur Freundeslisten. Ich würde Gefangenen gar nichts erzählen. Das mag jetzt hier eine schöne Geschichte sein. Klar, verbringst du mehrere Jahre. Ich habe mich auch mit einigen der Beamten locker angefreundet. Das war halt so. Aber da bedarf es trotzdem einer gewissen Distanz. Ich hatte nachher auch ein sehr großes Vertrauen. Ich durfte ja auch raus mit Kindern dann nachher noch Sporttraining, Fußballtraining machen. Und ich habe dann auch von einigen der Beamten dann auch Informationen erhalten über sie privat, aber ich kann es immer wieder nur sagen, nichts mitteilen. Sowieso Kriminellen, wenn du weißt, jemand hängt im kriminellen Milieu ran, drin oder so, Leute, diesen Leuten gar nichts sagen. Das ist einfach so. Da gibt es keine Freundschaften, der Club ist näher, die Gang ist näher, die eigenen kriminellen Freunde sind näher. Wenn du denen nur so erzählst, ja, ich habe hier zu Hause, ich habe was geerbt von meiner Oma, keine Ahnung, die hat mir ein bisschen Goldschmuck und irgendwas hinterlassen im Erbe. Der kann noch so cool mit dir befreundet sein, der sitzt irgendwo irgendwann und sagt zu seinen Kumpels und sagt so, du, ich weiß bei wem, wer zu Hause was liegen hat. Ich habe das zu oft mitbekommen, zu oft gar nichts erzählen, gar nichts. Okay, Max schreibt auch gerade, Türkei liefert in letzter Zeit mehr und mehr aus, aber man weiß nicht genau, ob das nun Show ist oder ob die es ernst meinen. Naja, die Türkei hat einen neuen Innenminister und möchte Schengen-Mitglied werden, deshalb zittern jetzt einige. Dexter, Dankeschön für die Twitch-Prime-Abos, Dankeschön, Leute. Familie erzählen und von seinen Kindern und dann wusste ich auf einmal, wo er wohnt und so und ich habe gemerkt, das ist aber ehrlich, weißt du, das ist jetzt keine Scheiße, also er versucht mich nicht zu verarschen und ich habe ihm über mich erzählt und hat dann auch immer so, der war ja doch noch im Gerichtssaal drinne und hat gesagt, ja, hast du gut gemacht, und lass ihn nicht unterkriegen und so, bleib standhaft und wo sie da. Also das grundsätzlich ist ja erstmal gut, dass man da Halt hat, dass jemand mit einem da sabbelt und sonst irgendwas, dass man nicht ganz alleine ist. Und den Beamten ist auch langweilig. Ich hatte auch mega viele Beamte, denen war einfach mega langweilig, ne? Das muss man einfach nochmal sagen, ne? Also auch für viele Justizvollzugsbeamte ist das Leben sehr, sehr langweilig da drin, ne? Also die kriegen manchmal einen Haftschaden mit, ne? Also einige Beamte haben darüber auch manchmal geschmunzelt, dass sie selber schon lebenslänglich hier abgesessen haben oder so. Na klar, unterhält man sich dann auch mit den Gefangenen. Ist es bei Rockern eigentlich auch so, dass weibliche SKBs? SKBs, anonymer, dass sie was mit den schweren Jungs haben? Ja, ich glaube, das ist wieder, das ist auch so ein bisschen mehr Fake. Das hat es gegeben. Das hat es gegeben, dass es dort auch Justizvollzugsbeamtinnen dann was mit Gefangenen hatten. Das hat es gegeben, aber ist nicht Standard. Noch, ne, es gab ja immer auch, habe ich ja schon vorhin erzählt, mal auch schwierige Phase für mich, weil ich bin ja nicht durchgelaufen einfach so, sondern weil ich jetzt der Ausgesagte, der Auserwählte bin oder was auch immer, weil ich da ausgesagt habe, sondern da war auch viel, viel Druck auch von dem anderen Gericht noch und von denen auch. Und Ach so, szenekundige Beamtinnen. Szenekundige Beamte, ja, ich war jetzt voll auf Strafvollzug, deswegen, ja, klar gibt es auch immer Überschneidungen und
Ich sage mal so, natürlich hat es auch mal schon mal undichte Stellen beim LKA und bei der Polizei gegeben, aber grundsätzlich, das meiste kommt dann irgendwann irgendwie raus. Das ist einfach so. Wir haben einfach gequatscht, weil es war einfach cool so. Und dann hatte mir mal was Süßes mitgebracht, so. Mindestens drei Fälle bekannt, okay. Ja, krass. Hier hast du ein Ü-Ei oder so. Einfach so menschlich, einfach sehr fair, menschlich und. Das sind kleine Gesten. Ja, hier hast du ein Ü-Ei. Das fühle ich total, was der Kassler hier sagt. Ich habe das ja auch an meinem Geburtstag, kam auch eine Beamtin zu mir in die Zelle und hat mir eine Tüte Haribo geschenkt zum Geburtstag. Das sind so kleine Gesten und das können auch die Beamte, das können einige Beamte mal machen. Da geht es um kleine Gesten, die dann sagen: Komm, weißt du, ich sehe deine Situation, du willst dich verändern, du bist raus, du bist da und so. Das sind also ganz kleine, kleine Dinge, die dann dort auch Tür und Tor öffnen und die dann auch motivieren. Ich weiß es ja noch, wie die evangelische Pastorin in der JVA Stralsund mir dann mal einen Döner mitgebracht hat und mal Burger King mitgebracht hat. Das waren absolute Highlights natürlich, ne? Und diese Tüte Haribo, das habe ich halt auch nicht vergessen, ne? Einfach schwer in Ordnung und ja, der hat es auch nicht einfach gehabt mit seinen Kollegen, weiß ich noch, der hat sich auch viel, ich sag, geht da gar nicht so in die Tiefe, hat auch so, wie es halt so ist, naja, und da ist auch nicht alles groß, rosig so, was so unter Justizbeamten ist und ist auch kein einfacher Job, ich meine, du hast mit dem, mit allen möglichen Kriminellen, Schwerkriminellen und Nicht-Schwerkriminellen zu tun, also so der Bodensatz der Gesellschaft ist, da trifft sich alles von Pädophiler bis Wirtschaftskrimineller bis OK bis, weiß ich, der Typ, der seine schwangere Frau irgendwie abfackelt, weil er keinen Bock auf das Kind hat, so. Naja, es ist halt alles dabei, ne? Du hängst halt auch nur mit Kriminellen rum und auch Justiz, genau wie Polizei, ist ein großer Apparat. Du arbeitest dann mit Leuten zusammen, die du gar nicht leiden kannst. Da werden auch Teams hin und her getauscht, wenn du auf einer Piste, da sind auch viele Intrigen. Und ich weiß das auch, was gang und gäbe war bei vielen Justizbeamten untereinander. Das war auch so ein Rudel umher getausche manchmal. Der hatte was mit dem und die waren mal zusammen, dann haben sie sich getrennt und dann sind sie wieder mit dem Beamten zusammengekommen und so. Da hat man als Gefangener auch einiges mitbekommen. Total krank ist, das sind die Leute, du hast da irgendwie mit denen zu tun, du musst da irgendwie auch mit denen arbeiten und das macht auch was mit den Menschen und ich glaube, das war für ihn auch ein guter Drive so, auch die Zeit zu merken, okay, das, die sind nicht alle so, also wir haben auch recht gute Gespräche geführt und ja, aber cool, Mann. Ich wünsche ihm alles Gute und such den anderen Job. Ja, such dir einen anderen Job. Auch die Kollegen wissen jetzt, wer da gemeint ist. Ich finde es sehr spannend, was Kassel gemacht hat. Ehre geht raus an Sequenz. Wird hier unter dem Video gleich verlinkt. Es tut mir leid, 900 irgendwas Zuschauer. Es tut mir leid, Leute. Ich bin gleich auf einen 50. Geburtstag eingeladen von meinem Trauzeugen und besten Freund Harry. Der ist heute 50 geworden. Da bin ich gleich eingeladen zum Geburtstag. Da feiern wir. Ich muss das jetzt leider hier abbrechen. Wir werden uns morgen zu den anderen Teilen sehen. Es tut mir leid. Bitte seht das nach. Aber Freundschaft ist mir da einfach wichtiger. Ich will euch damit nicht herabwerten, aber das wahre Leben spielt hier auch. Und ich bin eigentlich im Urlaub. Wir sehen uns dann morgen Abend wahrscheinlich, dass wir dann weitermachen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, dass ich morgen einigermaßen fit bin. Wird mit Sicherheit heute ein langer Tag. Wir freuen uns sehr drauf. Und ansonsten wünsche ich euch auch schon mal eine schöne Osterliche Zeit. Ich hoffe, einige haben Urlaub oder ihr habt die nächsten Tage Urlaub. Für mich geht es auch am Wochenende an diesen Geburtstag nochmal feiern auf Sylt. Also geht schlimmer irgendwie. Freue mich auch, dass ich in meinem neuen Leben angekommen bin. Ohne Polizei, ohne Kriminalität. Scheißegal, wer immer was hier unter das Video schreibt und mich beleidigt oder sonst was. Das geht mir völlig am Arsch vorbei. Da freue ich mich drauf. Ralf, vielen Dank, dass du so lange hier dabei bist. Dankeschön an alle, die einen Twitch Prime oder eine Kanalmitgliedschaft machen. Ehre geht raus. Und wir sehen uns morgen. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.